Moin, moin, was geht? Und wir sind zurück bei einer neuen Runde Doom. Ein bisschen Geschratze auf dem Mars und in der Hölle und auf jeden Fall irgendwelchen dämonischen Viechern in den Arsch treten. Also, ich hoffe, ihr habt Bock. Ich auf jeden Fall. Und ihr wisst ja, abonnieren, liken, gern gesehen. Und ab rein dafür. Ah, das sieht doch erstmal alles soweit schicki aus. Oh. Bisschen Heilung auf die Kralle. Mülleimer umtreten. Ach ja, hier sind wir unseren neuen kleinen Freunden begegnet. Damit kann ich nichts machen. Naja, das war der Autospeicherer. Ja, ansonsten gibt es hier irgendwas Schönes noch? Schaut mir nicht so aus. Ja, dann geht's mal weiter. Mit dem wilden Geschratze. Ich muss natürlich auch auflassen. Na, das klingt doch hier schon mal famos. Wow. Hui. War nicht ganz so der Plan. Aus dem Weg. Putz, Junge. Na, wo ist der andere Dicke? Fatality. Nein! Komm mir nicht zu nah! Warum bin ich gerade so unfähig? Oh, ich bin, glaube ich, runtergefallen. Muss vielleicht noch ein bisschen an meiner Technik arbeiten. Ich gebe es zu, das war jetzt nicht sehr glorreich. Aber das kriegen wir noch hin. Ich bin zumindest guter Dinger. Ja, auf ein neues. Alrighty. Ach, puh. Ich dachte schon, ich wäre jetzt wieder runtergefallen. Na, wo ist der ganze Rest?
Ich brauche Muni. Ach, die wollte mich gehen. Na, war's das? Könnte es erstmal für den Moment gewesen sein. Sehr gut. Ansonsten sieht es auch nicht so aus, wenn es hier noch was Schönes gibt. Also einfach mal weiter, oder? Ach komm. Und was muss es da noch geben, oder? Ja, ein Höllenportal. Oh ne, das habe ich ja schon gemacht. Alles was orange ist, ist ja erledigt, soweit ich weiß. Aber ich will trotzdem mal nachsehen. Okay, die sind unter mir da. Ich bin nur leicht verwirrt. Da vorne. Ist die Frage, kommt man da überhaupt von hier aus hin? Oh ne, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es da ist. Ich sehe hier mit der Karte irgendwie nie durch. Weiß nicht gerade eben noch wo ganz woanders. Gehen wir mal zurück. Wenn wir keinen Plan haben, haben wir keinen Plan. Das ist nicht gut. Dann liegt noch ein bisschen Rüstung. Was mir an der Stelle auch relativ. Ich weiß nur, wir müssen hier lang. Ich würde schon sagen. Du Hässlon. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Viecher nicht mag? Ich mag die Viecher nicht. Die Glubschis. Na, zumindest hat er das gespeichert. Oh, nehmen wir noch mal mit, was wir mitnehmen können.
Und wo kommen die denn eigentlich? Na, da hinten hat er sich versteckt. Geh weg, kleines Cezlon. Danke für die Energie, die war wichtig. Oh. Okay. Na, traust du dich auch runter? Ah. Oh, lebst du noch? Ein bisschen witzig klingen die Viecher schon. Na, noch wer? Oh Gott. Das war okay. Geht besser, geht aber auch schlechter. Unautorisierte Exkursionen in die Sperrzonen außerhalb der Basis sind verboten. In sicherer Entfernung werden höchst instabile Artefakte untersucht und empfindliche Experimente durchgeführt. Dämonischer Vorstoß entdeckt. Hau nicht ab! Na, noch wer? Ich habe irgendwie das Bedürfnis, mich erstmal ein bisschen umzugucken. Okay, das ist der Kran. Bei Giraffe, die brauche ich. Maximus so tun, als könnte ich ein bisschen zählen. Sollte auf jeden Fall nicht nach unten fahren, würde ich sagen. Uts.
Ach, ich liebe die Waffe. Na, noch irgendwer? Ach, dann. Na? Mehr habt ihr nicht zu bieten? Abfassen. Okay. Wir wollen jetzt den Kran bewegen. Oh. Der Kran ist schon zurückgesetzt. Na, hier sieht es nicht so aus, wenn es noch was gibt. Ach ja, ich suche ja das Monster mit der Schlüsselkarte. I remember. Okay, da geht's weiter. Waffenpunkt, yippie. Hier bin ich jetzt. Da, wo wir am Anfang nicht hin konnten. Mensch, ich habe mir mal was gemerkt. Schalte mit der Kampfschrotflinte alle Ziele aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Deine Gesundheit ist sehr niedrig. Nutze Rüstung, um zu überleben. Okay. Wenn es weiter nichts ist. Nein, ich habe keine Angst oder so. Na, deine Antenne. Ab rein dafür. Oh, fuck. Hier gibt's große? Das wusste ich nicht. Map. Okay. Ansonsten wäre es auch ein bisschen zu einfach gewesen. Mal hier vorne direkt umgucken. Nein. So, ich soll ja meine Rüstung nutzen. Ach, scheiße. Oh, fuck. Ach, scheiße. Ah, okay, das ist doch anstrengender als gedacht. So, ihr seid jetzt kein großes Problem. So,
Gleich direkt hier auf den Großen. So, damit haben wir den ersten. Oh, ficken. Ah, drei sind's noch. Also ganz weiß ich noch nicht, wie ich hier am besten rangehe. Damit ist der schon mal weg. Der. So, dann sind es jetzt nur noch zwei und nur noch einer. Und das war's. Easy. Wenn ein bisschen geplant daran geht, dann ist das doch gar kein Problem. Meister der Planung und mich auch. Nein, eigentlich ja nicht. Aber wieder ein Höllenportal geschlossen. So, was ballern wir denn jetzt da rein? Ja, Rüstung finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das war doch mal nett. Hier brauchen wir auch nichts mehr. Und weiter geht's. Money. Ui. So, da geht's weiter. Ach, da muss ich. Ja, wusste ich. Was ist denn das für ein Raumschiff? Hat das was Tolles? Ne, sieht nicht so aus. Hm. Na dann. Aber rein ins Vergnügen. Lebst wieder.
Nein! Oh Gottes Willen, ich dachte schon. Den snack ich mir natürlich. Pulverisiert habe ich ihn. So, das war doch gar nicht mehr so schwer. Nur meine Muni macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Gibt's hier noch was Schönes? Ach, da gibt's ein... Wie ich immer diese ganzen Power-Ups ignoriere. Naja. Ach, der hat's ja gar nicht so weit geschafft. Gibt's hier noch was Schönes? Ah ja. Du kannst kein Team schicken, um es Zugang gestattet. Ich bin der Chef dieses Unternehmens. All deine Arbeit und Entdeckungen gehören mir. Es war schon mein, bevor du es gefunden hast. Alles meins. Da will ich hin. Okay. Haben wir das auch endlich erledigt? Unautorisierte Explosion. War jetzt quasi Shortcut. Zugang gestattet. Oh, das ist aber nett. Spuck's euch alle weg. Hey. Okay. UAC-Zug bereit zur Abfahrt. Oh, danke. Bitte setzen Sie sich. Der Zug ist bereit zur Abfahrt. Fahrziel ist... Der UAC-Komplex für fortgeschrittene Forschung. Ja, na dann. Abrinder. Check, check. Mal schauen, was uns denn jetzt so Spannendes hier erwartet. Bessere Zukunft.
Die wünschen wir uns doch alle. Wir nähern uns dem UAC-Komplex für fortgeschrittene Forschung. Eine Bahnfahrt, die ist lustig, eine Bahnfahrt, die ist schön. Mein Büro ist im zweiten Stock. Na, mit Sicherheit gibt es hier auch nichts Schönes. Sieht zumindest ganz so aus. Okay, cool. Was ist das? Okay, da drin gibt es auf jeden Fall schon mal einiges, aber ich würde trotzdem noch mal hier reingucken. Oh, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Hier auf den Toiletten ist nichts. Doch eine Spülung. Das ist noch besetzt. Okay, was auch immer das ist. Ach, schade. Kann ich mich nicht heute im Spiegel betrachten. Was ist das? Ja, nett. Okay. Wir wissen, was da oben ist. Komm ich wohl nicht hin. Ach, schade. Hey, da lebt noch jemand. Ach doch nicht. Die haben nur Pause gemacht. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Yes. Genau so nimmt man nämlich ein Power-Up zu sich. Komm, machen wir hier immer eins auf voll. Berechtigungsbildung aktiv. Okay, wie komme ich da rein? Das will ich. Roboter überwachen
Ja, keine Ahnung. Okay, das war voll. Ja, moin. Immer erstmal die Dicken erledigen. Und dann kommt der pöbelnde Rest. Wir haben nicht genug Anwärter und ohne Gläubige ist unser Glaube nichts. Ohne sie können wir unsere Arbeit nicht fortführen. Und was für Arbeiten sind das, Olivia? Ich habe seit Monaten keinen Bericht mehr von deinem Team erhalten, oder? Ich hoffe, du kannst Abstand wahren und die Situation kontrollieren. Natürlich. Ich ja, ja, klar. Unsere Arbeit. Aber sie auf jeden Fall. Um Fortschritt. Immer noch nicht entriegelt? Ja, nett, hat sich hier jemand schön eingerichtet. Na komm. Ich nutze den Raketenwerfer, sonst einfach zu selten. Na, kommt her, Bock auf Schlägerei. Bock auf Schlägerei, habe ich gefragt. Fucking Speedy. Scheiße. Ah, ich dachte, das wäre voll easy. Ach Manu. Naja, kann ja nicht immer so gut laufen.
Nächster Versuch. Hier oben noch irgendwas Schönes. Boah, ist das weitläufig hier. Okay, das sieht mir hier alles nur noch Munikram aus. Ne, nicht sehr spektakulär. Muss ich gar nicht verstecken. Hab dich schon gesehen. Können wir uns immer das Ding hier krallen? Wo sind die denn? Auch Gegner. Ach. Okay. Kein Grund zur Panik. Oh, vielleicht doch. Ah. Ja, die Stelle finde ich irgendwie nicht so geil an. Zu viel auf engstem Raum los. Okay. Ich würde sagen, wir starten einfach mal.
Oh, ein bisschen Muni. So, hier wird jetzt jeder zerfickt, der mir in den Weg kommt. Ich habe gar keinen Durchblick, aber das ist an der Stelle, glaube ich, auch echt egal. Ja, war doch gar nicht so schwer, oder? Oh Mann, ey. Das war ein Fest. Am Ende sind meine Fäuste immer noch meine beste Waffe. Ja, sonst gibt's ja hier scheinbar nicht viel Interessantes. Okay, was ist jetzt los? Keine Sorge wegen der Systemaktualisierung. Das ist ein Prototyp unserer interdimensionalen Kette. Damit kann ich dich aus der Hölle zurückholen. Bitte entschuldige den Stoß. Aber ich dachte mir, dass du dich sonst weigern würdest. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ich habe einen, ob man dem so vertrauen kann. Büro. Hier entlang, bitte. Ja, ich weiß noch nicht, aber ich glaube, eine andere Wahl habe ich eh nicht. Aber der ist ja hier im Mars angefertigt, dass er sich nicht in den Kopf stößt. Bin gut ausgestattet, danke. Aha. Meine Vorgänger? Die Zerstörung des Argent Towers ist verheerend. Aber ich bin bereit, dir zu helfen, das Portal zu schließen. All unsere Arbeit und unser Wissen über ihre Welt beruhen auf den Inschriften eines großen Steinartefakts, das wir zu Beginn des Programms aus der Hölle geholt haben. Wir nennen es den Helixstein. Es ist unser wichtigstes Stück. Olivia war besessen davon. Der Stein hat uns verraten, wie man die Energie der Hölle manipuliert und für sich nutzen kann. Außerdem hat er uns zu dir geführt. Okay. Felixstein hat uns geholfen, die Macht des Brunnens einzufangen. Ich bin überzeugt, dass er dir zeigen wird, wie du den Brunnen stilllegst. Olivia hat den Helixstein schon seit Jahren in ihrem Büro in den Lazarus-Laboren. Die können nur über einen Aufzug im Komplex für fortgeschrittene Forschung auf der anderen Seite des Abgrunds erreicht werden. Deine Vorliebe für Waffen ist offensichtlich. Noch was? Ich bin sicher, du wirst dort etwas Nützliches finden. So, so. Der Wartungsaufzug liegt am Ende des Gangs. Nun gehe. Ja, schöne Aussicht hier. Ja, nett. Hui. Ja, ich hab dich gesehen.
Und wieder ein Point. Kann ich ja bald mal wieder updaten. Und wieder 7. Ah ne, ein bisschen noch. Von hier aus komme ich da bestimmt nicht rein, ne? Ich sehe schon, dann ist eine grüne Tür. Wenn wir mal kurz gucken. Ich wüsste halt gerne, was das ist. Nee, das gefällt mir auf jeden Fall nicht. Ach Mann, warum bin ich denn manchmal so unfähig? Das geht gar nicht, ob ich wirklich runter wollte. War hoch? Ich habe keine Ahnung. Ich würde eigentlich gerne das Höhenportal noch machen. Bin ich jetzt irgendwie gefahren? Achso, nee. Der öffnet nur die Seite dann. Das ist natürlich hier für die Versorgung und so, damit der Unterdruck in der Kabine und so gehalten wird. Jetzt verstehe ich's. Gott. Ruhig dich. Irgendwas ist doch schon wieder hinter mir. Hey! Beruhigen Sie sich, junger Mann. Na komm.
Na, war's das? Tja, ne? War doch gar nicht so schlimm. Das hat den auf jeden Fall mehr weh als mir. Keine Ahnung, ob ich hier hin wollte, aber ich will hier hin. Genau deswegen. So, schalte mit dem schweren Sturmgewehr ziehen aus, bevor die Zeit ablaufen. Das Bewegen ist nur 3 Sekunden lang nach einem Kill möglich. Okay, interessant auf jeden Fall. Gucken wir mal. Ja, war doch gar nicht so schwer, oder? Ja. Nett. Okay, da wollen wir auf jeden Fall mal irgendwann hin. Aber es kann natürlich sein, dass ich jetzt die falsche Richtung gelaufen bin oder von da oben dann. So, aber wir haben jetzt die Stunde voll gemacht und ich glaube, dadurch, dass gerade eh gespeichert hat, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ja, das hat auch ganz gut geklappt. Also auf jeden Fall sehr souverän vorangekommen. Trotz 1-2 kleinen Problemchen, aber hey, jetzt halt immer. Also von daher, ich bin soweit zufrieden. Hatte meinen Spaß bei einer Runde mit Sly. Ich hoffe ihr auch. Und ansonsten, ja, Renni hauen und bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut!